scheint sie nicht zu jucken, welche Map gespielt wird. Sie fahren, überfahren sowieso alles, jeden. Ah, vielleicht liegen ja die Stärken bei, von Ents auf CT-Seiten. Wer weiß. Aber jede Runde Standard auf Wow ist halt auch nicht das Wahre. Oh, jetzt geht hier wieder mein Stream an irgendwo. Hasse es. Meine Variagames brauchen nichts großartig umstellen. Diesmal sind sie ein bisschen schneller da kurz vor. Das muss keiner wieder einen am Steg machen. Wird jetzt mal gerefragt. Oh, die Nade. Super Damage an Korn. Ach, wie gut VG das einfach macht. Zu zweit die Mitte zu blocken. Lassen B da offen. Oh, jetzt Roxy, schlechtes Timing. Oh, der Headshot sitzt nicht von dem CT von NATO. Gute Flash. Wir warten gerade darauf, dass lang vorgeht. Jetzt kommt die Ansage, dass zwei lang sind. Jetzt geht's kurz durch. Endlich kommt da mal ein Headshot. Gute Smoke, das können sie holen. NBK mit Arbe. Oh, sie sind da gedroppt, wollten da... Ach so. Okay, ich nehme alles zurück, können sie nicht holen. Die Bombe liegt lang hinten. VG hat das auch gut kommuniziert. Oh, und jetzt wird das NBK gleich von hinten kommen. Keine Chance. 13-1. Was eine Zerstörung. Das ist auch total egal, wer hier oben im Scoreboard steht. Das ist einfach eine gute Teamleistung von VG. Und eine eher enttäuschende Vorstellung von Ents. Auf das 2 gibt es also noch mächtig Nachholbedarf. Boah, schön von Nasu. Sogar unglaublich wenig Damage bekommen. Scream, glaube ich, auch am B gestorben. Das ist in der letzten Runde der ersten Halbzeit. Schafft man es jemanden mit einem 5 gegen 3 die Runde zu starten? Na, du würdest jetzt auch gleich reinlaufen. Oh, um Gottes Willen. Der hat aber auch irgendwie komisch vorgeaimt. War der nicht wirklich auf dem Kopf, irgendwie drüber, auf dem Helm oder so? Auf der Helmspitze. Egal, 4 gegen 2, das dürfen sie nicht abgeben, zumal Shoxi auch schon low ist. Da selbst ein Smoke. Hat sich damit natürlich auch schon verraten. Leichtes Spiel für Alu. Jetzt misst der letzte an kurz. Boah. Schön da durch den dichten Rauch. Alter. Das Mist trifft da echt hervorragend. Und das ist verständlich, dass sie sich da so verstecken. Ich meine, ist auch das genau das Richtige gegen eine AWP. Nicht da dumm reindaddeln. Wobei man sich natürlich auch einfach zeigen könnte, einer links, einer rechts, dann kann der aber auch nichts machen. Selbst wenn sie einen Frag zieht, der andere muss ihm halt einfach Headshot geben oder töten. 13-2, sehr gute Vorstellung von VG. Noch ist alles drin für Ents. Aber nicht mehr lange. Ents kann nicht schlecht gegen Spielen gehen. Ja, schöner Kommentar. Haben sie aber keine Zeit für, denn nachher müssen sie nochmal ran in einem Match gegen Copenhagen Wolves um 21 Uhr. So, hier gibt es Kurzboost, hier gibt es einen Phantom-Spieler in der Mitte. What the fuck? Hab ich auch noch nie gehabt. Es scheint da noch so ein Terrorpunkt. Seltsam. Okay, hat sich kurz die Kontrolle zurückgeholt. Unglaublich viel Druck. Korn stirbt, anstatt da
bisschen Gas zu geben, um hinter den Spot zu kommen. Zweite stirbt auch am A. Nato gewinnt das Duell zwar, aber egal, der A-Spot ist eingenommen. 1-on-4, keine Chance. 14-2. Damit ist der Sieg für VG schon so gut wie besiegelt. Mal sehen, ob sie jetzt schon irgendwas Lustiges kaufen oder nächste Runde auf Farmers gehen. Ja. Große Weste. P250 oder 5-7. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man holen solche Runden. Wenn man da noch ein bisschen Equipment hat, kann man sich da lustige Taktiken auf jeden Fall überlegen. Pistols sind ja auch nicht sehr stark. Oh, der MPK da hat die Waffe geschnappt sich. Sehr, sehr schön. Die Runde geht auch gut los. Hat B gepusht, lang eine Frag direkt gesetzt. Sind man lang sogar noch ein. Korn darf da jetzt nicht sterben, muss lange überleben. Wenn er fällt, ist der A-Spot offen. Macht das ganz gut. Einer kommt noch mit raus. Wow, unglaublich, wie VG das hier noch dreht. Meine Güte, sie haben viel Damage schon gesetzt. Oh, jetzt hätten sie nichts mehr. Schöner zweite Frag. Aber die Runde muss an VG gehen. Und noch keine Waffe, die holt es sich jetzt an kurz. Er hat kein Kit. B ist die Bombe gelegt. Zeit läuft ihm davon. Und er saved sie sogar. Eigentlich auch das Beste, was er machen kann. Selbst wenn sie gleich das 15, das Draw hier im Nacken haben. Och, ne, verliert sogar noch die Waffe. Das würde mich schon überraschen, wenn das hier jetzt noch ein 15-3 oder sowas wird. Das ist schwierig, jetzt aus dem Spiel irgendwas rauszulesen für das kommende gegen Astana. Denn so wirklich Gegenwehr hat Enz hier nicht geliefert. Klar, das ist eine gute Leistung von VG. Aber ohne richtig Gegenwehr, weiß nicht. Bin sehr gespannt auf das kommende Match. Das sollte auf jeden Fall spannender werden als das hier. Split. Wundert mich auch immer wieder, wie man mit der Shotgun drauf sein kann und trotzdem fällt keiner. Und Tu. Bombe unten am Tor. Schöne Zange. Jetzt Tor ablenken würde. Oh, er daddelt rein. Ah, immerhin Refack. 5 HP. Gegen Scream. Mit 100. Und Scream kennt nur eins, nämlich Headshot. Hallo, weiß, wo er ist. Ah, er ist sehr ängstlich. Wenn ihr jetzt durchkommen lässt. Schade, hätte er eigentlich fast versuchen müssen, dem da Headshot zu geben. Ja, jetzt muss er Head fliegen. Kommt nicht. Scream will der ernsthaft mit Glock töten. Er weiß scheinbar genau, dass Alu low ist. Ich weiß nicht, wie die Settings da sind in der ESR, ob man da die Damage-Anzeige hat. Wir sind echt mit Glock beenden. Oh mein Gott. Und dann rechnen wir nicht mit, dass Alu da auch auf die Mauer kann. Doch noch eine kleine Ehrenrunde hier für Enz. 15-3. VG ist es ja auch komplett egal, sie sparen. Ah, doch, sie sparen, aber Scream. Hat er ein bisschen Bock mit der Scout
zu schießen. Mal sehen, ob hier einen auf Chris Jay machen kann. Macht er schon ganz gut hier im Springen schießen. Existence, den einen kurz geholt. Schade. Gute Nate. Er hatte sogar kleine Weste. Sonst wäre er jetzt hinüber gewesen. Nein! Schade. Vierte Runde. Mal gucken, wie lange sich hier die Finnen im Spiel halten können. Vermutlich ist aber jetzt direkt schon Schluss. Was ich übrigens an dem neuen UE hier ein bisschen blöd finde, an den neuen Balken, dass man ein bisschen schlecht erkennen kann, auf welchem Spieler man gerade ist, wenn man sich nur auf die Balken rechts konzentriert. Ich finde die Hervorhebung nicht optimal gelöst. Und der Punkt, Phantompunkt ist immer noch da die ganze Zeit. Das scheint mir der Standardaufbau von Enz. Korn an einen lang, Natu auf der Kiste an kurz. Boah, kriegt super viel Damage. Smith macht den in der Mitte. Smith macht den zweiten. Der ist halt echt gut drauf mit der Arme, muss man sagen. Ja, zwei Spieler Mitte geholt. Der Weg zum B ist da mehr als logisch. Da steht noch Sunny. Ja, reloadet erstmal mit 16 Schuss. Posi ist bekannt. Uiuiui, mit Glück hätte er echt fast noch beide gemacht. Kurz Posi auch bekannt. Ist da lang rausgepusht. Sunny hätte die Runde da auf jeden Fall gerade noch entscheiden können. Gute Flashbomb liegt. Mehr die Fläche auf. GG 16. Was war das jetzt? 5, 4? Ich glaube 5. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Vorstellung von VG. Ja, bleibt mir eigentlich auch nichts anderes zu sagen. Bin ein bisschen enttäuscht von Ents. Mal gucken, wie dann das Endergebnis gegen Copenhagen Wolves ausschaut. Da müssen nämlich die Finnen gleich ran in einer guten Viertelstunde. Verigames muss jetzt auch nochmal auf den Server und zwar gegen Astana Dragons. Um 21 Uhr geht es hier weiter auf Inferno, das zweite von drei Spielen hier heute Abend. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich.